2680 Nelly Lane. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Ihr wart ja bestimmt auch schon eine Weile nicht mehr drin. Go ahead. That's fine. Ja, sieht alles gut aus. Ich meine, wir haben ja schon vorher so ein paar Sachen an den Wänden gehabt hier. Da müsst ihr euch überlegen, ob ihr das malern wollt. Sonst ist alles, muss ich sagen, sehr sauber. Wir haben wirklich geputzt. Küche sieht alles in Ordnung aus. Herd, naja, der müsste noch geputzt werden. Kühlschrank sieht aber sauber aus. Freezer auch. Waschmaschine und Trockner. Waschmaschine hatten wir ja mal erneuert. Trockner ist noch alt, aber er soll funktionieren, hat er mir gesagt. Ja, Schlafzimmer hat noch diesen leichten Rosé-Touch. Teppich haben sie reingelassen, wobei der nicht mehr der frischeste ist. Master-Schlafzimmer, da hat er mir gesagt, da muss an dem der Drucker, der das Wasser hält, der muss erneuert werden. Ja, hier, da unten sehe ich gerade, ist so eine kleine Stelle in der Fliese, da muss ich mit dem Handyman mal reden. Und der Spiegel verliert natürlich so langsam hier seine Kraft unten. Closet, da kann man jetzt bei dem Licht sowieso nichts sehen. Blinds, da ist glaube ich eins zu erneuern. Und dann das im Wohnzimmer habe ich gesehen, ist auch eins von den Blinds zu erneuern. Ja, hier ist auch alles raus, außer aus der Garage. Und die anderen mein Schlafzimmer. Hier sieht der Teppich natürlich nicht mehr so ganz schön aus. Da müsste man vielleicht überlegen, ob da dann Laminat reinkommt. Die Wände sind okay, dass die einzige Stelle ist hier. Das kann man mit Touch-Up wieder hinkriegen. Hier ist nochmal so eine schöne Farbe in dem dritten Schlafzimmer. Hier sind eigentlich so gut wie keine Flecken auf dem Teppich, aber wie gesagt, das empfiehlt sich sicherlich auch drüber nachzudenken. Hier müsste vielleicht mal ein neuer Wasserhahn rein. Und die Toilette soll manchmal, das ist Innenleben, das ist ja auch nicht so dramatisch. Das kostet ja auch nicht die Welt, da im Wassertank das auszutauschen. Hier die Badewanne, das sieht auch noch alles in Ordnung aus. Und ja, hier, das war glaube ich auch früher schon, weiß ich nicht, ob wir das nochmal wegkriegen mit Pressure Washing. Das liegt natürlich daran, dass hier keine Regenrinne ist und da das Wasser mal runterplattert. Deswegen ist auch alles hier in dem Bereich vermoost. Die Hütte und den Zaun haben sie weggenommen. Hier ist beim letzten Sturm ein Screen kaputt gegangen. Und ich habe gesehen, von der Tür, da fehlt die Feder, um die Tür wieder ranzuholen. Also wirklich, das sind alles nur Kleinigkeiten. Das Einzige muss man eben mit der Wandfarbe mal gucken und mit den Fußböden. Da sprechen wir dann drüber. Okay, bis später. Tschüss.